Hallo ihr basketballverrückten Fans da draußen, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play NBA 2K15 auf der PlayStation 4. Und ja, wir haben ein richtiges Knallerspiel hier in dieser Folge vor der Brust, nämlich das Spiel gegen die Cleveland Cavaliers. Ich freue mich darauf, ja, aber es wird schwer. Das wird richtig schwer, wir müssen hochkonzentriert da zu Werke gehen. Mike Dunleavy hat sich beklagt, dass er nicht genügend Spielminuten bekommt, also Minuten bekommt. Wie schwierig ist es, die Egos all ihrer Spieler unter einen Hut zu bringen? Nicht schwer. Es ist überhaupt nicht schwer. So, und der Presse... Ach nee, Reporter und Pressevertrauen fällt, aber die Moral aller Spieler geht nach oben. Ja, guck. 1-1-1 gegen 2-4-3. Naja. Wir drücken mal X. Ganz fix. Wow. Und trinken noch geschwind was. Ihr wisst, Halskratzen. Ich könnte mir hier so eine Halsschmerztablette nochmal nehmen. Warte mal. Aber dann lusche ich daran immer. Egal, dann müsst ihr euch jetzt mit abfinden. Hauptsache, das Kratzen im Hals geht weg. So, die schmecken richtig, richtig eklig. Es gibt durchaus ein paar Halsschmerztabletten, die sind erträglich, also meiner Meinung nach erträglich. Aber die nicht. Die schmecken eklig, betäuben zwar schön alles, aber bleh. Einfach nur bleh. So. Cleveland. So, ole ole. LeBron James macht natürlich auch mit. Den werden wir wohl kaum komplett hier aus dem Spiel nehmen können. Aber, das war die Taktik damals gegen die Bulls mit Michael Jordan. Aber die anderen müssen wir aus dem Spiel nehmen. Und wenn das klappt, haben wir eine Chance. Eastern Conference Battle, always fun. This time it's the Cleveland Cavaliers intent on protecting home court. Now let's take a look at the Bulls opening lineup. Und vor allem müssen wir gucken, dass wir die Verantwortung auf mehrere Schultern legen. Dass wir so variabel als Team sind wie möglich. So, erster Fehlwurf, LeBron James. Und Fastbreak-Möglichkeit. Oh ja. Oh, dann verstopft er sich. Da verstopft sich der gute Andrew Bynum und jetzt verteidige ich keiner mehr. Okay. Ja, und statt 2-0 steht es 0-2. Sehr schade. Paul George, das gibt's nicht. Also, alle noch ein bisschen steif im Handgelenk. Oh, oh. 4-0. Zwei gute Chancen, aus welchen Gründen auch immer, nicht genutzt, beziehungsweise nicht nutzen können. Da ist die nächste Chance. Taj Gibson sorgt für die ersten Punkte. Schön gespielt. Derrick Rose mit sehr guter Übersicht. Und Taj, mir egal. Kompromisslos. So wollte es oder so hätte es unter Bynum auch laufen dürfen. Okay. Das kann jetzt schnell gehen. So ist es. D-Rose assisted by Lance Stevenson. 4-4. Boah, schmeckt das Bonbon eklig, Leute. Boah. So. Bynum rausgezogen. Und Irving für 3. Kyrie? Ja, ne? Ja, da wollte ich garantiert nicht hinpassen. Ob der ankommt? Der kommt an. Ah, ich krieg das Wurftiming mit George jetzt gerade so gar nicht hin.
Gibson with the steal. Irving against George. Bynum dishes to George. Komm jetzt aber. Ja. Puh. So, Handgelenk ein bisschen geschüttelt. Paul George mit den ersten, mit seinen ersten Punkten. Schöner Block. Lance Stevenson ist auch sehr athletisch. Und Derrick Rose weiß genau, was er tut. 8-7. Schöner Alley-oop. Und ja, sowas ist natürlich auch gerne mal ein Seid doch mal ruhig Ding an die Fans gerichtet. Aber Kyrie Irving kontert hier seinerseits mit einem schönen Layup. Und das Publikum ist wieder da. Oh. Warum Rose da auf einmal so nach oben cuttet und nicht weiter? Unbegreiflich. Richtig Schweinger. Boah, ist das Bongo eklig. So. Alles wieder hier auf Anfang. Thompson. Ja, das ist nicht die Option, die Cleveland hier suchen sollte. Lance den Block innen gestellt. Aber dann kriegt er den Pass nicht auf. Bynum. James kicks to Thompson. Cleveland moving the ball around. Ja, Kevin Love muss man natürlich, was ich auch eigentlich gemacht habe, eng verteidigen, ne? Auch wenn der Mitteldistanz oder so, K-Love, auch Dreier. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen in der Folge. Das ist natürlich hier die modernere Version eines Centers. Also nicht mehr die Hau-drauf-Center wie zum Beispiel Shaquille O'Neal damals, sondern wirklich Center mit Sinn und Verstand. McDermott. Ich wusste nicht, dass es McDermott ist, der da unten ist. Sonst hätte ich natürlich schneller geworfen. Denn merke, Wurftiming bei Doug McDermott ist kurz. Jones mit viel Platz. Ohne Gegenspieler. Und für drei. Inside and out. On the perimeter, he can hit threes on the move. Inside, knows how to use his pivot foot and use up fakes to get himself to the foul line. Rose dishes to Mirotić. Mirotić kann. Das kann er. Hat aber den Fuß wohl auf der Linie. Nur in Anführungszeichen für zwei. Ein weiter Zweier. Miller. Miller gegen alle. Und dann relativ unbedrängt mit dem Layup. Schön gemacht. Oh! Und D-Rose bringt das Ding ganz offen stehend nicht unter. Das hat mich jetzt überrascht. Cody Zeller wird beim oder nach dem Offensivrebound gefoult und kann jetzt für ein paar Pünktchen sorgen. Ah, zumindest für einen. Ah! Da hagelt es den nächsten Dreier. Ich werde bekloppt. Super, schön. Derrick Rose mit dem Buzzerbeater. Nur für zwei, aber immerhin. Erwähnte ich schon, dass das Bonbon echt eklig schmeckt. Vor allem, wenn man es dann noch irgendwie mit Fanta oder was das ist hier runterspülen will. So, 19-15. Sieht nicht gut aus.
Aber auch nicht schlecht. Also, alles noch drin. Kein Grund, Panik zu schieben, Leute. Mach doch. Oh. So. Gleich sehe ich auch wieder was. Und dann kann ich auch wieder sprechen. So. Raus auf Stevenson. Kann man mal machen. Meritage passt auf. Bringt dann aber den. Ja, die zweite Chance nicht unter. Oh oh. Jetzt ist aber mal hallo. Keine Offensive über uns. Das ist schlecht. Hä? Nee, Moment. Keine Defensive über uns. Oh Gott. Er tickt rein. Schön. Die Timeout kann ich gebrauchen. Oh, Leute, Leute. Das Bomben macht ja alles nur noch viel schlimmer. So. Ja. Immer noch vier hinten. Und Cleveland hat den Ball. Das heißt, die können sogar jetzt noch. Oh, LeBron kommt zurück. Die können sogar wieder. Ja. Noch einen draufsetzen. Noch erhöhen. Ach komm. Gut verteidigt eigentlich von Gibson. Aber LeBron kriegt trotzdem den Pfiff. Darf an die Linie. Und erhöht. Erhöht sogar mit beiden erfolgreichen Freiwürfen. Paul George antwortet auf die Art und Weise, die er am besten beherrscht. Mit einem schönen Slam Dunk. Das macht doch Spaß, auch mehr. Wo ist er? Hier. Ja, Kevin Love ist, wie gesagt, problematisch. Och, der hüpft auch rein. Na, wie ist er bekloppt? Ja, und für uns gilt jetzt gerade das Gleiche wie für die Hawks im Spiel davor, ne? Wenn wir es nicht schaffen, hier ranzukommen, das ist übrigens die falsche Taste, die ich hier drücke. Aber, ja, wenn wir das schon mal mit Heinrichs so frei in Anführungszeichen sind, können wir auch doch mal hier einen abdrücken, ne? LeBron und Kyrie mit Schmackes. Und angeblich begehen wir mit Bynum das Foul an Irving. Naja. Also auch hier die Schiris schnell an der Pfeife. Macht es mir natürlich nicht leichter. Die geduldige Offense. Okay. Dafür bin ich ja bekannt. George with the screen on Waiters. Stevenson with it. Hä? Wen soll ich denn jetzt hier anstellen? Achso. And here's George for three. Nee, leider nicht. So Cleveland will take it the other way. A slight advantage for them in the rebound category. They've got to Er hüpft nicht. Ach, Leute, Leute. Irgendeiner musste jetzt mal hier irgendwann mal einen verdammten Rebound holen. George against Miller. Feeds it to James. Once again off the mark by Cleveland. Bulls trail by six. And George, here we go. And two free throws coming up as he misses that one. Immerhin ein Foulpfiff. And a chance for just a second to check out the scoring breakdown for the Cavaliers. It's a great.
2,5 Minuten gleich nur noch zu spielen. Ne? Das ist natürlich. Zeit ist. Ja, der Faktor, der wichtigste. Vier hinten, Cleveland hat den Ball. Das war für mich ein Schrittfehler übrigens. Vielleicht war das nicht die beste Idee. Vielleicht hätte ich wirklich einen Spielzug laufen sollen. Macht er nicht. Ach komm. Der Einzige, der zum Rebound hochgeht und dann kann er den nicht halten. Ne? Dann tickt er so von links nach rechts und von rechts nach links und. Stevenson passes to Bynum. It's a pick by Bynum. Heinrich kicks to Bynum. Good, and Heinrich gets the assist. Eigentlich auch wieder ein Foul. Diesmal von LeBron. Steht da im Weg und es ist ein Blocking Foul. Irving against Heinrich. Here's Thompson and out of bounds. Nee, aus. Sehr gut. Sehr gut und gibt uns die Chance, 1,5 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit. Jetzt wirklich nochmal anständig ranzukommen. Von mir aus auch so. Nein. Zu überhastet. Und da räumt der gute Beinem ab und wieder zu hektisch. Ich werde bekloppt. Und was haben wir davon? 6 hinten. Statt 2 sind es wieder 6. Oh Mann. Ja, klar kriegt er da noch den Arm hochgerissen. Genau so, wie es sein muss. Oh, das ist zu lang wieder alles. Ich werfe nicht sonderlich klug, gut und so überhaupt. Sag mal danke dafür, dass die auch so schlecht spielen. Komm, Paul. Mensch! Da fällt aber auch gerade nichts mehr rein hier. Da ist schon mit dem Foul. Besser als das Fastbreak-Ding hier noch kassieren. Rebound. Naja, 6 hinten. Es ist Halbzeit. Wie gesagt, es könnte schlimmer sein, aber so viele Chancen, wie wir dann doch hatten, hätte es auch knapper sein können. 10% Dreier ist natürlich, ja, wie sagt man es am besten? Scheiße. So, glaube ich, oder? Nie war ein Wort treffender. Okay, komm. 32-26, zweite Halbzeit. Beziehungsweise dritte Viertel. Vielleicht können wir hier schon irgendwie also auf 2 verkürzen oder so. Das wäre schon recht hilfreich. Also LeBron nicht ganz so stark heute. Und Paul George für 3. Nein, der trifft ja heute gar nichts. Was ist mit Paul George los? Jetzt verweigert er. Oh, Backe. Och! Erinnert ihr euch? Direkt am Anfang des Spiels, als Bynum das Ding verlegt hat, beziehungsweise verstopft hat. Er macht da weiter, wo er aufgehört hat. Das sind 4 Punkte, die einfach fehlen. Jetzt lässt er sich faulen. Weil er wieder zu langsam war, den Ball zu kontrollieren. Sonst wäre er nämlich schon längst oben gewesen und hätte punkten können. Oh!
Also Andrew Bynum ist gerade nicht sonderlich hilfreich. Oh Gott. Hammo. Sauber. Ah! Sehr gut verteidigt von Lance. Warum hat er eigentlich die 8? Ich dachte, er hat die 9. Ha. Ja, Cleveland hat sogar die Chance, jetzt auf zweistellig zu erhöhen. Sehe ich alle. Und das machen sie auch mal. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, LeBron hat bis jetzt nur Rotze gespielt. Und ich habe halt die Befürchtung, dass er früher oder später, er fängt jetzt gerade damit an hier mit diesem Jumpshot, dass er früher oder später solide seine Leistung abfährt und dann wird es natürlich achtmal so schwer hier nochmal irgendwie was zu machen. Yeah, for sure. But I know they don't like to hear that talk, Clark, because they'll tell you that they thought they were going to be good from day one. And let's catch up with our sideline reporter, Doris Burke. Doris, over to you. Ach, danke, Derek. Du rettest mir den Arsch. He switched his shooting hand before last season. He entered the league as a lefty, but transitioned to shooting right. Ich auch gerade keine Spiel zu gehen oder so, keine Ahnung. Ja! Das ist doch mal so ein Ding, was wir echt benötigen. Da läuft der Ball wirklich mal flüssig durch die eigenen Reihen. Und ja, beendet durch Stevenson mit dem Alley-Oop-Pass auf Paul George. Irving kicks to LeBron. Back to Irving. 11 feet away. That's good. Okay, der sitzt. Aber war okay verteidigt. Also es hätte auch durchaus passieren können, dass er eben rausspringt. Und Foul? Nee. Aber drin. Derrick Rose, aber was soll ich euch sagen? Es ist echt schwierig. Und so wird es natürlich nicht einfacher, wenn die Mitte so blank ist. Rose with the ball. He's got 10. Bynum with a screen on Irving. Rose attacking, stolen by Thompson. And now it's Raiders running. He can go all the way. Boah, Paul George dazwischen. Riesentat. Aber ich weiß nicht, was los ist. Das ist offensiv gerade nichts irgendwie, was funktioniert. Ach Leute, Leute! Zu einfach. Und das ist das ganze Problem schon an der Geschichte. Wir lassen viel zu einfache Körbe zu. Naja, und selber kriege ich hier vorne echt nichts hin. Oh Gott. Glück gehabt. Jo, schön. Okay, ich glaube, so langsam aber sicher müssen wir uns damit abfinden, dass das hier heute nicht wird. Ich spiele nicht gut, aber irgendwie kann ich auch nicht wirklich mehr machen. Foul? Nein, kein Foulpfiff. Er heißt ja nicht LeBron. Alter, wenn ich so Pässe spielen würde, ne? Oh! Da kommt der Foulpfiff! Vielleicht war es einfach nur zeitverzögert und es war einfach zu spät. Und die hätten unsere Aktionen, hatten die noch bewertet.
Also, ne? Dann würde ich ja noch sagen, nee. Alles gut. Ich meine, daran liegt es nun wirklich nicht. Die paar Körbe, die sie wieder durch geschenkte Pfiffe bekommen, die hätten wir auch noch ausgleichen können, wenn wir hier einigermaßen halbwegs Basketball gespielt hätten und nicht hier das chaotische Zeug. Mirotic. Aber es fällt auch nichts rein. Davon ab. Das ist so genau das, was ich im Spiel, wann war das, gegen Atlanta angesprochen hatte. Wenn die Leichtigkeit da ist, dann fällt natürlich auch alles rein, klar. Aber wenn nichts geht, dann geht einfach nichts. Da kannst du dich noch so bemühen, da kannst du dir noch so den Arsch aufreißen. Mitteldistanz wird auch nicht reinhüpfen, ne? Ne. Tja. Oh, der geht irgendwie rein. Keine Ahnung wie. Tja. Ja, die beiden Verstopfer von Beinem, die tun natürlich dann auch noch weh. Paul George kriegt auch keinen Fuß irgendwie auf den Boden. Jetzt trifft er mal, aber ja. Wahrscheinlich zu spät. PG 42. Na. Fällt alles rein, ne? So at Chicago now, they are coming off that win against Atlanta. And Kevin, I thought they put together a fantastic offensive game. Immerhin. Aber das ist natürlich viel zu wenig. Das wird gleich hier 49-37 stehen, aber es sind 12. 12 hinten und dann geht's ins letzte Viertel. Das könnte eigentlich schon knicken. Die Schiris schauen sich diesen Treffer nochmal an. Aber da brauchen wir nichts angucken. Das Ding ist drin, so ist es. Also 49-37. Wie gesagt, zu wenig, wenn du mich fragst. Also wenn wir so auf 7 dran wären, ja, dann würde ich ja noch sagen, ey, hey, hey, ho. Vor allem, weil wir jetzt ja auch noch, glaube ich, Ballbesitz haben. Ja, wir müssten Ballbesitz haben. Aber 12 ist ein Brett, Leute. Ja gut, so kann man natürlich das vierte Viertel anfangen. Paul George assisted by Mirotic. Oh Gott. Gut, das ist natürlich dann eine Antwort, die sehr schmerzhaft ist. Tja, Leute, ihr seht es oben noch, den gelben Balken viel besser. Vom Timing her kann ich auch nicht werfen. Machst du nix? Hübsch können sie. Ja, Lance Stephenson mit dem hohen Pass auf den im Trailer laufenden Paul George. Es sind 10. Das ist zu frei, Leute. So einen Zonenpass zuzulassen, ist nicht gut. Stevenson, a screen on LeBron.
And George kicks to Heinrich. From the arc, six on the shot clock. Ach, dann blockt er ihn noch, na klar. Pass to Marion. Cleveland moving it around. James, no good. Mm-hmm. That's the kind of defense required when he's got the ball near the hoop. They were right in his face. Stevenson passes to George. Three-pointer, Heinrich. Go, Heinrich! Nice feed that time from George. Das wollte ich, das brauchte ich. Und Heinrich hat noch den Domfüller. Heinrich sagt, da geht noch einiges. Wir regeln das hier. Nein, Mo-Schweinger. Heinrich, du wirst doch nicht. Du wirst doch nicht. Du Teufelskerl. Kirk, Heinrich. 54-48. Es flammt nochmal ein wenig Hoffnung auf. Aber es ist natürlich noch ein riesen Vorsprung hier für die Cavaliers. Und jetzt der Dreier von LeBron James, der richtig wehtat. Heinrich ist doch wieder frei. Aber diesmal nein. Right side to the inside. Irving drives in. Ach ja, komm. Natürlich. Wenn die da nicht pfeifen können, dann sind sie nicht glücklich. Ich meine, das macht jetzt zwar auch nicht mehr so einen Unterschied, aber. Ach, keine Ahnung. Schade, so diese eine Phase, ne? War ja durchaus nochmal hier Schwung im Kasten. Das ist aber kein Foul. Nee, alles gut. Alles gut. Ich meine, wie gesagt, jetzt macht es ja auch keinen Unterschied mehr, aber es wäre echt schön, ja, wenn man für sich selber auch mal hier so sieht, aha, die Referees pfeifen ja nicht nur Scheiße. Naja. 2 Minuten noch und es sind 11 und Cleveland Ball. Und leider hat keiner Bock auf Defensive Rebounds. Back to Irving. He dishes it to LeBron. Second shot opportunity and he gets the bucket. Boah. Starke Bewegung. Und so werden wir auch das zweite Spiel gegen die Cavaliers verlieren. Andrew Bynum. Jetzt verstopft er nicht. Tja. Outside. A double team Love. Thompson outside. Outside Irving. Kicks it to Waiters. Das dürfte unser Ball sein. Oh ne. War wohl doch noch einer drin. Dran, drum, dran, drin, dran. Boah, spring nicht hoch. Spring auf keinen Fall hoch. Na komm, den Schritt nach vorne jetzt ihr euch sparen können. Aha, jetzt kriegen wir die Pfiffe. Jetzt, wo wir sie auch nicht mehr brauchen. Na, er wird sich doch nicht verletzt haben. Das wäre dann ja noch eine weitere Niederlage hier. Nein. Oh, schön. 88er Bewertung, Wurftiming hier. Fast auf dem Strich und er wirft daneben. Also wie gesagt, in diesen verschiedenen Phasen des Spiels, wenn man das mal so analysiert, es gab Phasen, wo gar nichts ging.
Und dann kam Kirk Heinrich. Da ging wieder äußerst viel. Aber, nee. Dann die nicht vorhandenen Pfiffe. Ja. Schwierig. This game looks like they've got it just about wrapped up. You're exactly right. I mean, take care of the ball, work the clock. It's a wrap. Yep, nice game. Rose with the double team. It's 9 seconds separating the shot clock and game time. Gibt's sogar noch einen Sprungball. 20 Sekunden, alles noch drin. And the Cavaliers with possession. Nah. Love dishes to Irving. Down to five on the shot. Reicht dann auch. Ey, das ist eine Sauerei hier. Das mache ich ja auch nur sehr selten. Komm, lass einfach runterspielen und ist gut. Wir einigen uns auf ihr wart besser. Und im Optimalfall sehen wir uns maximal in den Playoffs wieder, keine Ahnung. Und da versuchen wir euch dann den Arsch. 68 zu 57, 11 hinten. Aber wir nehmen mutig, wir sind noch die Timeout. Also, jetzt gehen wir hier unten her und dann machen wir den Henrik-Mode hier. Ah, wie ärgerlich. Sich noch hier frech kontern hier. Ja? Lass stecken. Boom. Ja, und wie gesagt, also dann diese eine Phase, wo ich gar keine Spielzüge mehr hinbekommen habe, wirklich grausam. Grausam. Naja. Auch sowas passiert und Schuld war das und das Hustenbonbon. Ne, das Halsschmerzbonbon. Genau. Ich glaube, so war's. Jetzt stehen wir 0-2 gegen die Spinner, ne? Ja. Voll krass. Gegen die Spurs haben wir noch nicht gespielt. Gegen Dallas stehen wir auch 0-1. Oh, oh. Also. Diese drei Spiele werden noch durchaus interessant. Hier, gegen Golden State nehmen wir auch 0-1. Diese vier Spiele werden weiterhin sehr interessant werden. Ich freue mich drauf. Ich hoffe ihr auch. Tut mir leid, dass es mit dem Sieg nicht geklappt hat. Aber ich denke, auch Niederlagen gehören mit dazu. Es wäre sehr erbärmlich und meiner Ansicht nach nicht schauenswert, wenn ich jetzt hier jedes Mal gewinnen würde. Nein, man muss auch mal verlieren. Und Cleveland war einfach besser. Aber in den Playoffs holen wir uns. In den Playoffs holen wir sie uns. Macht's gut, Leute. Ciao.